Das schlesische Infanterieregiment Nummer 84 lag im Winter 1940-41 in der Normandie. Das Verhältnis zur französischen Bevölkerung war entspannt. Die ersten Anträge auf Heiratsgenehmigungen mit einheimischen Frauen wurden eingereicht. Nur ein Vorfall ereignete sich im Regimentsbereich, der das Kriegsgericht beschäftigte. Ein Gefreiter, ein oberschlesischer Bergarbeiter, hatte im angetrunkenen Zustand versucht, einem Bauern zwei Kaninchen zu stehlen. Der Lanzer wurde vom Bauern erwischt und hatte diesen niedergeschlagen. Der vorgesetzte Unteroffizier konnte die Prügelei beenden. Der Lanzer wurde festgenommen und wegen Plünderung und Körperverletzung angeklagt. Das Kriegsgericht der Division verurteilte ihn zum Tode. An einem Februarmorgen des Jahres 1941 wurde der Mann im Militärgefängnis in Rouen von den Kameraden seines eigenen Zuges erschossen. Die Exekution sollte der eigenen Truppe als Abschreckung dienen. Gleichzeitig wollte man der französischen Bevölkerung zeigen, dass die Wehrmacht das Kriegsrecht achtete und jegliche Übergriffe gegen heimische Zivilisten ahnden würde.